Hallihallo und willkommen zur 28. Folge von Mountain Plate Warband. Wie angekündigt werden wir diese Folge, ebenfalls solange wir noch im Dienst des Swadischen Königreiches sind, den Nord ein wenig einheimsen, ja, genau. Komm schon! Ja, der König Harlaus kann mich so viel informieren, wie er will. So, jetzt da tageskämpfen wir. Ludfried, Graf Clays. Man sagt, ihr habt Jarl Farn besiegt, doch ich werde eine härtere Probe für euer Waffengeschick sein. Wir werden bis zum Ende kämpfen, mein Freund. Diese Position halten. Kavallerie, mir nach. So, die haben ein bisschen mehr Kavallerie als üblich. Wahrscheinlich alles Karawanenwachen. Wir werden hier warten. Das bisschen Kavallerie kann verdammt viel anrichten. Die müssen wir sofort beseitigen. Es könnten auch swadische Verräter sein. Ich sehe, die haben Speere. Das sind swadische Verräter. Das sind verdammt viele swadische Verräter. Oh, das war einer von mir, sorry. Wieso sind da so viele Verräter? Warum habt ihr eure Leute verraten? Ja! Verdammten Verräter! Los, macht sie mit eurem Bolzenhagel nieder! Wieso sind so viele Swaden auf dieser Seite? Reite da raus! Ah! Oleg! Boah! So, alle Angriff! Ah! Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Männer. Wow. So viele swadische Brüder mussten jetzt heute sterben. Und für was? Damit ihr euch unterhalten fühlt. Ha! So. Das musste jetzt auch mal gesagt werden. Ach, verdammt. Also, obwohl ich diese Schlacht gewonnen habe, haushoch, starben wieder mehr Swaden als Nord.
Ah ja. Die ist auch ein bisschen besser. Habe ich gerade alle meine... Nein! Verdammte Scheiße! Ich habe jetzt tatsächlich all meine super ausgebildeten Leute rausgeworfen. Verdammt! Sorry Leute, komm ich jetzt nicht drüber weg. Also zurück zu den Rodok und neue Truppen rekrutiert. Verdammte Scheiße! Das einzig Gute ist, ich habe jetzt ein bisschen weniger Kosten. So, in dem Dorf hole ich mir noch neue Vorräte. Oh Mann, das ärgert mich jetzt richtig. Geh mir besser aus dem Weg. Wobei. Komm schon. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr es bereuen, jemals die Armee verlassen zu haben.
auch wenn es nicht meine Armee ist und es mir eigentlich recht ist, wenn ihr aus eurer Armee desertiert. So, ihr folgt mir so schnell ihr könnt. So, das ist gut. Bogenschützen, diese Position halten. Kavallerie, mir folgen. Infanterie, diese Position halten. So, wenn das jetzt nur Veteranen sind vom Fußsoldaten-Veteranen, dann haben die auch keine Fernkampfwaffen. Doch, die haben Wurfspeere, verdammte Scheiße. Naja, die sollen ihre Wurfspeere jetzt vergolden. Dann haben meine Leute nachher leichteres Spiel mit ihnen. Komm schon, werf doch ein paar Mal. Habe ich meiner Leibwache versehentlich gesagt, sie soll mir folgen? Das war keine Absicht. Ich schwöre. Die haben sich tatsächlich selbst mit ihren eigenen Waffen beworfen. Hau ab, los! Komm, schnell wieder zu unseren Leuten. Lassen wir sie im Bolzenhagel untergehen. Los, Angriff! Ach, drei Stück gegen mich alleine, wie arm. Komm schon, bietet mir eine richtige Herausforderung. Ein weiterer Sieg für das Swadische Königreich, wobei dieser Sieg ja völlig bedeutungslos ist eigentlich. Ich frage mich, ob ich viele Verluste habe. Ja, der Topfhelm steht mir. Ich brauche nur eine bessere Rüstung noch. Drei Verwundete. Damit kann ich leben. Ja, schauen wir mal in Charis nach. Vielleicht haben wir da einen unserer Leute. Oh, da ist ein Turnier.
Dann nehmen wir natürlich dran teil. So, was kriegen wir für den ihre Veteranen? Ah, okay, scheint so ein Standardpreis zu sein. Wenn du Veteran bist, bist du 96 wert. Metallschild? Na. Mal sehen, was wir. Oh nein! Warum? Warum hat der eine richtige Waffe? Okay, ich muss einen von denen mit dem Schwert unbedingt umhauen. Oder umhauen lassen. So. Jetzt kann's losgehen. So, mit dieser Waffe gefällt's mir doch. Na, schon wieder so eine Scheiße. Geh weg. Ich brauche nur einen mit dem Schwimmschwert. Mehr brauche ich nicht. Komm schon. Nein, bleib stehen. Oh Menno. Au! Verdammt, es sind ja von denen auch noch welche übrig. Sultan Hakim, dem gebe ich auch gerne eins aufs Maul. Keine Lanze, keine Lanze, keine. Ja! Wieso bin ich eigentlich der Einzige, der keine Fernkampfwaffe hat in diesem Kampf? Nicht, dass es mich stört, ich finde es nur etwas diskriminierend. Der Sultan ist immer noch da. Bringt mir jetzt nicht mehr so viel, wenn ich auf mich wette, aber besser als gar nichts. Thank you.
arme Pferd. Okay, ich steige vom Pferd runter. Wir machen einen fairen Kampf. Okay, ich habe wahrscheinlich gerade dem Sultan eins aufs Maul gegeben. Ach, das ist die gute Xerina. Gebt auf. Nur Kratos und ich. Kratos. Geil. Oh, der hab ich ja richtig gut erwischt. 700, nicht schlecht. Hat sich ja gelohnt. Hat sich ja gelohnt. So, dann schauen wir mal, dass wir unsere Truppe noch mal ein bisschen aufrüsten. Ah, 58 Leute dürfen wir inzwischen haben. Oh, verdammt, falsche Stelle, hier. Banditen, 32. Das lassen wir uns nicht bieten. Bogenschützen, halte diese Position. Alle anderen! Für Ibtiles! Ist das ein Chester auf Ibtiles? Keine Ahnung, egal. Für Ibtiles! Für die Freiheit! Für gleichschenklige Dreiecke! Wow, Speer im Hals, Speer im Ellbogen und trotzdem weitergekämpft. Also meine Männer können von euch nur lernen. Zwei Verwundete. Nein, behaltet, ihr braucht es dringender als ich. Ich habe nicht aufgepasst. Haben wir Leute zum Verkaufen? Nein. Und von meinen Gefährten ist immer noch keiner in Gefangenschaft. Sehr gut. So, jetzt dürfte ich bei 8. Ja, bin bei 58. So, und jetzt reiten wir nochmal zurück. Wenn es jetzt zum Kampf kommen sollte mit einem Nord, dann machen wir den auch noch. Ja. Wahrscheinlich begegnen wir jetzt ein paar Stück. Nicht nur einem. Ah? Und natürlich. Naja, noch sind wir immer hin bei den Zwaben.
Oh nein, ihr werdet dem nicht noch beitreten. Scheiße. Zu nahe gekommen. Ja! Befreit euch davon. Dann tut's mir leid. Ich habe keinen Streit mehr mit dem Nord. Stattdessen werde ich mich jetzt nach Jallen begeben und denen meine Dienste anbieten. Ja, es war schön mit euch. Viel Erfolg noch. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob hier ein Graf ist, aber da steht jemand. Könnte auch der König sein. Graf Kurnias. Ich heiße Ludfried. Ich habe von euch gehört, es ist gut von euch kennenzulernen. Worum geht's? Habt ihr eine Aufgabe? Das passt doch. Ich schließe mich Rodderkönigreich an. Wie ihr wünscht, eure Feinde sind meine Feinde. Habt ihr eine Aufgabe? Drei Wegier-Fußsoldaten. Tja, ihr könnt auf mich zählen, mein Graf. Und ihr könnt darauf zählen, dass wir in der nächsten Folge da weitermachen, wo wir jetzt aufhören. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Ciao.